Nach dem Anschlag in Suruç mit mehr als 30 Toten haben tausende Menschen gegen die türkische Regierung demonstriert. Sie werfen Präsident Erdogan vor, zu wenig gegen den Terror zu unternehmen. Sicherheitskräfte gingen mit Tränengas und Wasserwerfern gegen die Demonstranten vor. Die türkische Regierung macht die Terrormiliz IS für den Anschlag verantwortlich. Laut türkischen Medien soll eine junge Selbstmordattentäterin den Sprengsatz gezündet haben. Bei den meisten Opfern handelt es sich um Jugendliche, die die benachbarte syrische Grenzstadt Kobane wieder aufbauen wollten. Sie war bei Kämpfen zwischen Kurden und Anhängern des IS zerstört worden. Präsident Erdogan verurteilte den Anschlag. Im Namen meines Volkes verfluche ich die Täter dieser Grausamkeit. Wir verdammen Terror, egal woher er kommt. Es darf in keiner Religion, in keiner Nation und in keinem Land Platz für solche Gewalt geben. Deswegen unterstützen wir den internationalen Kampf gegen den Terror. Der türkische Ministerpräsident Davutoğlu kündigte Reaktionen an. Wir werden unsere Maßnahmen an der syrischen Grenze verstärken. Kritiker werfen der türkischen Regierung vor, jahrelang den Aufstieg des IS an ihrer Grenze geduldet zu haben. Let's go.